Auf das Weltklimaratgejammer hört man. Und überall wird darüber berichtet. Aber über das Lösungsmodell des Weltrates und der Next Scientists for Future vom Weltrat, das auch hier in der Partei des Gemeinwohls drin steht. Unten links haben sie die Möglichkeit, das dann anzuklicken und so weiter. Ich glaube, ganz direkt sogar. Es ist der Hammer, gell? Die Welt ist so völlig verblödet. Also entweder, wenn es wirklich ernsthaft ein Problem wäre, wenn es nicht nur darum geht, die Welt zu einer Spendenbereitschaft zu bewegen und abzukassieren. Schließlich ist dieser Weltklimarat wahrscheinlich auch irgendeine NGOs oder verbunden mit vielen NGOs und die brauchen dringend Spendengelder, damit die Geschäftsführer weiterhin in Saus und Braus leben können auf Kosten der Weltbevölkerung. Es kann also sein, dass die das Problem aufbauschen, um Spendengelder abkassieren zu können. So nach dem Motto, ja, guck doch, es passiert nichts und es wird immer schlimmer, ihr müsst jetzt spenden für den guten Zweck und so weiter. Jetzt sagen wir aber mal, es wäre wirklich ein Problem. Das ist ja die andere Möglichkeit. Und wir vom Weltrat sind leider, wir sind nur Spezialisten für Lösung von Problemen, aber nicht für die Feststellung, ob wirklich ein Klimaproblem weltweit vorliegt. Nehmen wir mal an, es wäre wirklich ein Klimaproblem und es wäre für Deutschland wirklich ein Problem. Dann sind die Next Scientists for Future vom Weltrat und hiermit die Partei, die Kompetente und so weiter, die einzigen, die das lösen können. Und zwar, hier geht's, wo steht's denn? Na, also ich guck mal hier unten, na, hier müsste es ja stehen eigentlich. Ja. Die Next Scientists for Future vom Weltrat mit ihrer gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung hatten ein Sonderangebot gemacht für den Fall, dass also wirklich, na, sagen wir mal einfach, die Deutschland sich wirklich sicher ist, dass das ein echtes Problem für Deutschland auch sei, das Klimaproblem. Ja? Wenn es nur für andere Länder ein Problem wäre, naja gut, dann sollen die anderen Länder dafür erstmal ein Problem suchen und da kann ja dann bei der Lösung kann ja Deutschland dann auch einfach mit dabei sein. Aber nehmen wir mal an, man käme wirklich zu dem Schluss, dass das, was mit dem Klima geschieht, wirklich für Deutschland ein riesiges Problem sei. Dann müsste man hingehen und nicht ständig auf das Gejammer des Weltklimarates hören, sondern auf den Weltrat der Weisen hören, der ja für die Lösungen zuständig ist. Ne? Und zwar würden wir das so machen, wir erzeugen ein Wirtschaftswunder von 500 Milliarden Euro jährlich, dann nehmen wir, was weiß ich, 70% davon und erzeugen ein Klimawunder, nämlich ein klimaneutrales Deutschland in Rekordzeit, mit also quasi, was weiß ich, 400 Milliarden jährlich oder so, das wären dann 80%, ne, des Geldes, und mit den restlichen 20% kriegen wir immer noch ein gewaltiges Wirtschaftswunder in Deutschland. Und dann sieht die Welt, aha, die Deutschen haben was, was wir nicht haben. Die haben ein riesiges Wirtschaftswunder und haben davon 80% verwendet und sind dadurch klimaneutral geworden und sind immer noch wirtschaftlich auf dem Weg, viel stärker als wir alle zu werden. Das wollen wir auch haben. Ja, und dann sagen wir ganz einfach, ja, ihr kriegt genau das gleiche Wirtschaftswunder. Wir beraten euch in Online-Konferenzen in Englisch weltweit die Staaten, anderen Staaten, aber bitteschön, nur wenn ihr Verträge eingeht, dass ihr genau das gleiche Tempo bei der Erreichung der Klimaneutralität vorlegt wie Deutschland. Und dann kriegt ihr auch euer Wirtschaftswunder. Und dann könnt ihr quasi mit Deutschland parallel, also mit kleiner Verspätung, mitziehen. Das würde funktionieren.
Aber das geht natürlich nicht, wenn wir lauter ungebildete, wissenschaftsferne Politiker haben und die Bürger keine Ahnung von Wissenschaft haben. Also ich fürchte, es ist einfach so, die Menschheit ist einfach zu blöd für diese Probleme. Die Menschheit ist einfach schon zu verblödet, denn wir haben ja das Phänomen, dass manche Professoren behaupten, dass wir schon um 0,15 Liter Gehirnsubstanz dümmer geworden sind in den letzten 40.000 Jahren. Ja, und generell ist die Menschheit zu blöde für das Problem, sonst würde sie sich einfach an den Weltrat der Weisen wenden und würde sich das Problem lösen lassen von denen, die es können. Ja, aber gut, damit müssen wir leben, da müssen wir wieder trauern, müssen wir mit leben. Die Menschheit ist zu blöd dafür und bleibt vielleicht auch zu blöd dafür und so weiter. Ja, lesen Sie sich wenigstens hier das durch. Profite auf Kosten der Menschheit werden nicht mehr geduldet. Gemeinwohlökonomie und oder gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, Gemeinwohllobby, Postwachstumsökonomie, Bhutans Bruttonationalglück oder Anekdote vom alten China, Gemeinwohlwirtschaft und oder XY. Welche Form der Gemeinwohlwirtschaft ist das Beste für die Menschheit und so weiter. Ja, wie gesagt, wir könnten das Problem innerhalb weniger Jahre weltweit lösen, aber die Menschheit ist zu blöd dafür. Ich kann es nicht ändern. Also trauern ist wieder angesagt. Die Menschheit hat einfach zu wenig Gehirn. Da ist nichts zu machen. Tschüssi, bis bald.